Also noch ein Video aus dem wunderschönen Eislingen. Das heißt, das ist ein schnelles Video und das heißt Konsum und Müll. Ich habe vor 2 Tagen irgendwie Mohrenköpfe gekauft. Oder vielleicht heißen die auch Schokoküsse oder also man kennt sie auch, als ich klein war, als Negerkuss. Das ist wahrscheinlich jetzt alles nicht mehr politisch korrekt. Und da sind eben diese Schaumküsse und in den Schaumküssen, das ist ja fraglich, was ich da gegessen habe, weil da stand drauf Weizen und Eiweiß und Invertzucker und solche Sachen und auch Glucose-Fructose-Sirup, da freut sich dann eure Leber und Galle sehr. Auf jeden Fall habe ich es gegessen. Sei mal dahingestellt, ob das jetzt gesund oder nicht gesund war, aber der Müll ist einfach abartig. So viel Plastik, Metall. Man muss sich fragen, was wir einfach mit unserer Welt machen. Ich bin ja auch so einer, ich habe jetzt auch ein paar Uhren. Ich bin so ein Casio-Uhren-Fan und habe da echt meinen Spaß, dann auch mir welche zu besorgen. Und ihr habt wahrscheinlich euren Spleen, ob das Kleider sind oder technisches Zeugs oder Gitarren. Und ist ja auch schön, die Welt, in der wir leben. Aber manchmal muss man sich echt fragen, was wir hier so machen mit dem ganzen Müll. Gestern hatte einer Geburtstag und dann habe ich eine Torte gekauft und ist ja schön, dass wir alles super verpacken und alles. Aber mein Gott, für so ein paar Sachen, die ich geholt habe, was das alles für Müll verursacht hat an Plastik, an Kartons und die Mülleimer, die wir produzieren. Und ich sehe mich auch noch als einer, der vielleicht am unteren Spektrum da ist, aber einfach Plastik, Metall, Mülltüten. Und dann sagt mir auch einer, ach, das, was wir hier machen, das ist ja gar nichts. 1 Million Chinesen öffnen jeden Tag irgendwie ihr Essen mit einem Plastiklöffel und so. Hey, nur weil irgendwo sich Leute scheiße behandeln, benehmen oder vielleicht auch was Dummes tun, heißt es nicht, dass wir was Dummes tun sollten. Und ich glaube nicht, dass Veränderungen in unserem Leben von oben nach unten kommen, sprich von der Politik, was ja schön wäre, wenn die jetzt sagen, okay, wir werden alle ein bisschen grüner und wir reduzieren das. Das wäre wirklich super toll. Sollte natürlich, wie so oft, man hört das Wort, die grüne Diktatur, sollte nicht sowas sein. Aber wenn man sagt, hey Leute, wir einigen uns, dass wir weniger Müll machen, weniger Plastikflaschen oder dass wir Sachen einfach besser verpacken und trotzdem irgendwie gucken. Keine Ahnung, ich mache das Video einfach, um zu sagen, ich konsumiere wahrscheinlich viel zu viel Zeug und mülle damit auch ein bisschen mein Leben voll. Aber ich möchte das in Zukunft ändern. Ich habe das immer wieder mal, hat man diesen Appell und dann macht man es auch und dann schleicht sich es auch wieder ein. Manchmal ist es in Ordnung, manchmal ist es zu viel. Und ich würde sagen, ich werde jetzt gucken, dass ich in meinem Leben vielleicht den Müll ein bisschen reduziere. Wow, dann bin ich eine Person und da hinten im nächsten Staufers und Edeka türmen sich die Paletten an Plastikflaschen und Mohrenköpfe oder Schaumküsse, wie ihr sie nennen mögt. Und irgendwo da hinten verbrennen wir es dann auf der Deponie. Es ist 2021. Ich glaube, es wird Zeit, dass die Welt sich mal ein bisschen verändert. Ist doch einfach langweilige Scheiße, was wir hier machen, die letzten 20 bis 30 Jahre oder länger. Immer dieser Kack-Konsum, während die Leute tindern abends nach dem Arbeiten, wo sie total fertig sind, in der Hoffnung, irgendwie jemand zu finden, mit dem sie ihr Leben verbringen können, was sehr gut ist. Oder vielleicht dann zu zweit überlegen, okay, was fressen wir jetzt, damit wir morgen unsere 3 Schichten Arbeiten überleben, damit wir unser Auto haben und unser vollgepacktes Leben. Vielleicht, und ich hoffe, manchen von euch geht es nicht so und ihr könnt euer Leben wirklich gut genießen. Aber ich habe das Gefühl, zumindest von da, wo ich stehe und drauf gucke, dass die meisten Leute einfach nur in so einem Hamsterrad strampeln in der Hoffnung zu überleben. Und mit dem wenigen Geld, was man dann hat, so mache ich das zumindest, kaufe ich mir dann einfach Zeugs oder ja, also ich habe natürlich schon auch Erlebnisse im Vordergrund und baue auch gute Dinge auf, aber ich merke, ich hole mir sehr viel Materielles oder verursache auch sehr viel Müll und ich will das nicht mehr. Also gucken wir mal, ob wir die nächsten 10 Jahre was dran ändern können. Langsam, langsam. Radikal ist nie gut. Langsam, langsam. Slow and steady beats the race, sagt man. Das heißt, langsam und sicher
schlägt immer, was ist denn The Race? Das Rennen. Egal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.